unvermeidliche, unwiederbringliche Angst, Horror, Panik vor dem Enden alles dessen, was die eigene Selbstvorstellung ist, ohne die Tödlichkeitsgrenze, also ohne das Proton Pseudos des ursprünglichen Verlusts und Verrats im Ansichtigwerden des Aufklaffens dieser Kluft, gäbe es gar kein Spalt-Kluft-Dasein, kein Mangel-Hunger-Dasein, kein und somit entstünde auch kein Schizo-Spalt-Bewusstseins-Reflexionsspiegel in Verlust alles Realen mit Abtrennung meines Körpers von mir selbst in Projektion einer äußeren Welt gegen einen inneren Projektor und die Repräsentationsrepräsentanzen im Abstand dagegen. Also bedurfte es dieses Tödlichkeitsgrenze oder dieses Tödlichkeitsphantasmas, damit das Sein Wesen anpeitschte, ob Verlust ihrer selbst, sich als Objekt und die Objekte der Welt anschauen zu machen, kurz noch einmal in der beliebigen arbitraren Reihe aller Dinge, die da vorüberziehen, bevor das unvermeidliche Endgültige dann irgendwann sich einstellt, unvermeidlicherweise. Man vergisst, was für eine Vorstellung das ist, dass nichts und niemand das vermeiden kann, dass das kommen wird müssen, allein schon das in die Zukunft zu verlegen, ist ein Fehler. Man vergisst es, man verwirft es, genauso wie man alles das vergisst, was man nicht mal mehr weiß, dass man es nicht mal mehr weiß, obwohl man es einst einmal erfahren hatte und wusste, bevor man in die tötende Signifikation eintrat.